Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Sehr geil. Sehr geil. Bester Spruch im Spiel. Ah, geil. Gut. Dann können wir meinetwegen anfangen. Sprechen wir mal 11. Teil ab. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da irgendwie... Bis jetzt wirklich der 11. Teil ist oder nicht. Wir nehmen einfach mal an, dass der 11. Teil ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen rumlaufen hier. Zack, zack, zack. Also nochmal, nicht, dass ihr einen falschen Hals kriegt. Ihr könnt natürlich diese Kiste da benutzen, wenn ihr das mal irgendwann spielen solltet. Und komme ich hier auch runter, ohne zu sterben? Ja. Im Sumpflager. Diese Kiste könnt ihr natürlich benutzen. Könnt euch da übelst die Schwerter zusammenbauen. Habt dann eigentlich, was weiß ich, bis Kapitel 3 nie mehr irgendwie Erzprobleme. Könnt dann, müsst dann sogar nicht mal dieses ganze Krallen- und Reptilienhaut und sowas. Da müsst ihr da nicht mehr lernen. Bei Pavis ist immer noch keine Lebenspunkte. Okay. Na, Dexter, wasch dich mal. Können wir den Typen mal hier anquatschen? Ne, irgendwie. War doch klar, dass das. Können wir nicht anquatschen, oder was? Doch. Nein. Komm, Dusty. Hau mal rein. Also ihr könnt natürlich die Truhe nehmen und könnt euch vor allem auch die Waffe rausnehmen. Macht, was ihr wollt, ganz ehrlich. Ich bin ja so ein Typ, weißt du. Das ist halt dann ziemlich einfach. Da müsst ihr euch wirklich nicht mehr um irgendwas scheren. Dann interessiert euch eigentlich da nicht mehr das Inventar von irgendwelchen Leuten, die ihr umhaut. Ja, weil es eh nichts wert ist, quasi, im Gegensatz zu so einem Schwert. Ich bin bereit. Ah, ja. Lass uns gehen. Okay. Mach ich's mal nicht, deswegen. Das hier, was von ein paar Händlern ein bisschen Rohstahl abkauft, das ist okay, finde ich persönlich. Ist ja auch nicht viel. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Du bist nicht sehr gut in sowas, weil du kein Erz hast, Junge. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er hinter mir herkommt. Ich halte mich da lieber raus. Ach ja, jetzt laufen wir wieder hin und her. Dieses Spiel. Sehr gut, ja. Nur deswegen gibt es übrigens da die Auslaufzone, die LKW-Auslaufzone quasi. Jetzt müsste uns eigentlich irgendjemand anquatschen. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Draußen, Junior. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Sehr geil. Ich habe nichts gesehen. Erinnert mich irgendwie an King of Queens. Mit der einen Folge, wo er dann quasi als... wo arbeitet er da? Im UPS oder so Lager. Er arbeitet doch irgendwie da bei so einem Lieferdienst. UPS, IPS ist das, glaube ich, ne? Abgewandelt. Und da wird er da als... In der Translate von Carrie wird er doch da als Experte, glaube ich, hinbeordert. Und fühlt sich übelst geil. Und dann haben sie so ein kleines Gespräch vorher, so ein bisschen, ne, wie es abläuft und so. Und das ist so geil. Dann kriegt er irgendeine blöde Frage von wegen, was weiß ich, sind sie IPS-Fahrer oder sowas? Und dann beugt er sich doch zu seinem Anwalt so hin und dann so, ja, und nickt so. Und dann geht er nach vorne und meint, was meint er? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist so gut. Hä? Quatscht man und dann... Oh, Jungs, ey, wo ist der denn hin? Ist der mir vorbeigelaufen? Nee. Deswegen habe ich übrigens gespeichert, nur deswegen. Ich glaube, wir haben den Typen verloren. Wo ist denn der hin? Guck mal, oder der verdrückt sich direkt, wenn man hier rausläuft mit ihm. Können wir mal laden. Deswegen immer wichtig, wenn ihr speichert... Guckt den Typen an, der hinter euch herlaufen muss. Jetzt läuft er mir hinterher, okay. Ach ja. Laufen macht Spaß. Weiß gar nicht, ob es hier Teleporter gibt in dem Spiel. Auf jeden Fall sind es nicht so wie die neuen Spiele, wo du quasi ja... Ah, das ist das Problem bei ihm.
Guck mal, da hat er diese schwierige Stelle, die Brücke über den Fluss, über den reißenden Fluss, ja, hat er geschafft. Muss man gleich mal abspeichern. Oh Mann, ey. Fesselt dir echt nur an den Kopf an. Jetzt kommt aber eigentlich nichts Schweres mehr. Es muss er einfach nur hinter uns herlatschen. Hinter uns her duckeln quasi. Und das war's. Und da oben geht's auch noch hin. Wo man sich vielleicht fragt, warum ich jetzt hier nicht irgendwie mal alles erkunde und hast nicht gesehen. Wir sind halt echt noch voll die Bobs. Wir haben zwar eine relativ gute Waffe jetzt für den Anfang. Also glaube ich jedenfalls so. Also wenn wir Schatten irgendwie Schaden. Wenn wir Schaden an Schatten machen, dann ist das schon nicht schlecht. Aber. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob wir jetzt mit der Waffe überhaupt Schaden jetzt zum Beispiel an einem schwarzen Goblin machen. Und wenn, dann wie viel. Und das Problem ist bei uns halt nicht unbedingt, dass wir den Schaden, den wir jetzt gerade machen. Ja, und mit unseren ganzen Waffen hier, was sind wir jetzt, Einhand Stufe 2 und so, ist schon ziemlich cool. Ich drehe mich mal wieder um. Speichere den mal ab. Das ist jetzt nicht unser vorrangiges Problem quasi. Ist zwar jetzt nicht perfekt, aber ist schon ganz gut. Wir halten halt nichts aus. Und eigentlich gehört das, also wir haben jetzt 5 Rüstungswert, glaube ich, ne? Ja, 5 Schutz vor Waffen. Und das hier müssen wir auch noch abgeben. Quasi, bevor wir ins Kapitel 2 gehen. Also eigentlich haben wir gar nichts. Wir können nichts und haben nichts. Und deswegen müssen wir uns diese Hose holen. Oder diesen Novizenrock. Optisch machen die übrigens beide nichts her. Also die Hose habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Und ich glaube, den Novizenrock, den haben wir die ganzen Deppen da an. Ja, die Hose ist ein bisschen cooler, ich weiß. Aber der Novizenrock ist minimal besser. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel das wirklich bringt, ne? Also dieses Schutz vor Feuer. Pff. Sind wir ehrlich. So, hier speichern wir auch nochmal ab. Und jetzt geht's quasi Rinder. Und ich glaube, wir haben eigentlich genug Erz in der Tasche. Aber für den ganzen Kleinkram müssen wir mal eben vom verkaufen. Das ist ja ätzend. Ja, wir haben hier noch 500. Brauchen wir noch irgendwo für Erz? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich brauche eine Rüstung. Das ist richtig. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templer-Rüstung, wie ich sie trage, musst du dir... Ja. Immerhin, besser als... Umsonst gibt es... Ja, der hat Feuer 10, genau. Okay, dann holen wir uns den Rock. Gib mir den Rock. Dieser Rock kann dir das Leben retten. Cool. Danke. So, dann müssen wir natürlich auch anlegen. Ja, scheiße, sieht das geil aus, du. Aber Schutz vor Waffen 20 statt 5, 20. Das ist schon was. So, ich hoffe, er backt jetzt nicht schon wieder rum, du. Ich hoffe, er ist so inständig. Ah, eigentlich sieht's gut aus. Ja, ein bisschen unkonventionell, aber ist egal. Die Frage ist jetzt, gehe ich jetzt zu ihm, zu diesem komischen Bal hin? Melvin anquatschen. Ja, genau. Ich muss also erstmal zum Bal. Komm mal mit, Junge. Wir müssen noch ein bisschen spazieren gehen. Wichtig, dass hier übrigens 2 Leitern sind. Ganz, ganz wichtig. Er läuft mit. Wir laufen mal außen. Ja, wir laufen mal außen rum. Der Typ kackt da wieder bei Brücken. Brücken sind echt nicht seine Stärke. Da kackt er bestimmt wieder irgendwie sich ein und auch wenn hier noch nicht mal Wasser, also noch nicht mal Fluss wäre. So, Freunde. Komm mal her hier. Jetzt kann ich die noch anquatschen, oder nicht? Ich habe jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Nice. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Kor Kalom soll dir die Robe geben.
Aber ich glaube jetzt einfach. Achso, ja, das können wir auch nochmal lavern hier. Der sagt nichts mehr, der ist vollkommen buff. Ja, vielleicht, wenn er sich hingesetzt hat. Meister, ich störe kurz. Das mit dem ganzen Meister ist natürlich cool. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Wars. Da finde ich das übelst cool mit so Meister und Padawan. Dieses ganze Projekt da quasi. Also jeder hat einen Meister, jeder hat einen Padawan. Ziemlich cool. Dann gucken wir mal, was Melvin dazu sagt. Ob er was dazu sagt. Wäre schön eigentlich, wenn er was dazu sagen würde. Obwohl, sagen ist eigentlich mir scheißegal, wenn er was mir geben würde. Kleine Belohnung. Kleine Lolli oder so. Alle nur Idioten. So, ich glaube, wir haben dann alles hier geschafft im Sumpflager. Dann könnten wir eigentlich mal bei Missionen checken. Aufnahme Sumpflager. Also wir haben 4 Bars beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es läuft. Der wichtigste von den 4 ist ganz klar auch Ball Netback, der im Sumpf. Also, ohne den geht nichts, ne? Ne, wir haben 4 Bars. Und Tortalom ist ja, glaube ich, auch einer. Und für ihn haben wir... Ja, ihn haben wir eigentlich auch... Oh, warte mal. Ich damit nichts zu tun habe. Freunde, ist ja wieder nächster Tag. Wir holen uns die Ration ab. Ich hier nimm. Es ist immer ein bisschen Geld und ein bisschen Geld ist immer gut. Wir gucken mal ganz kurz noch, wie es hier aussieht. Ich will handeln. Was will. Ja, nee, die haben nichts mehr. Die haben nichts mehr, Freunde. Auch so eine Sache. Ich würde natürlich auch gerne eine Fernkampfwaffe haben bald. Also so Boden- oder Armbrust. Wenn ich mir aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich die Armbrust nehmen. So, dann speichern wir mal ab und gucken mal, ob wir irgendwas für ihn, irgendwas bekommen von ihm. Was willst du? Immer direkt nett, der Typ. Ohne dass wir aber aufgenommen werden, weil ich eigentlich keinen Bock habe hier. Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Guckt euch das mal an. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Weiter? Baal Kadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Wir sehen uns. Rieke, der Schläger. Halt die Fresse, ich glaube, ich muss eh laden. Weil ich glaube, ich jetzt aufgenommen bin. Leichte Novizenrüstung, die ist einfach mal viel besser als das, was wir haben. Wir haben gerade 500 für die Scheiße ausgegeben. Die Frage ist, ja, diese Novize, seht ihr das? Diese ist Novize und das ist natürlich das Ding, was ich nicht haben wollte. Ach ja, Freunde, geht leider nicht. Können wir leider nicht machen. Tut mir leid. So, aber solange, also soweit ich mich jetzt beirre, müssen wir jetzt nur in der Schmiede hier kurz mal noch 3 Waffen schmieden. Und ansonsten... Ansonsten war's das. Mit dem Sumpflager. Haben wir es erstmal hinter uns gebracht. Man darf auch nicht alles laufen. 2. Also ich glaube, wir haben 3. Aha. Das ist der beste Rohstall da gewesen. Ne, wir haben mehr. Ja, wir haben 5. Ne, wir haben 4. Okay. Das ist der Wassereimer. Eine Klinge haben wir. 2. 3. 4. 5. 6. 6 haben wir, okay. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal was Besseres schmieden könnten als diese blöden, groben Schwerter. Richtig dolle sind die jetzt nicht. So, dann gucken wir mal, ob er uns noch was verkauft, aber ich glaube, er hat ja auch kein Erz mehr. Ich will mit dir handeln. Gut. Oh doch, er hat noch Erz. Junge, das ist natürlich Pech für ihn, ne?
Warum hat er eigentlich noch Erz? Vor allem, warum hat er noch 7 Rohstahl? Wo ist ein Whistler Schwert? Da unten, okay. Dann verkaufen wir erstmal 4 davon. Die Frage ist, wollen wir jetzt den Rohstahl kaufen oder nicht? Ich meine, das ist halt... Ja, ich meine, ja klar, wir können natürlich den Rohstahl, kaufen, nicht annehmen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier. 280 müssen wir ausgeben. Oder müssen wir als Gegenwert sozusagen. Das Schwert will ich noch nicht verkaufen. Okay, 210 haben wir allein durch die Waffen schon. Jetzt haben wir ja hier irgendwie ziemlich viel Dreck noch bekommen. Von Gilbert. Alle Sachen, die wir natürlich nicht brauchen. Alles laut, ein Krautstampfer, einen blöden Hammer. Dann was anderes noch. Wie viele Pfeile haben wir denn? Manche lernen eben gar nichts. Ja, wir müssen leider 10. Ich überlege. Ah, hier können wir auch noch was verkaufen. Hier, das machen wir. 1. Oh, du bist doch bescheuert. Machen wir so. Ja. So, dann müssen wir nochmal kurz an der Schmiede doch nochmal ein bisschen arbeiten. 7 Schwerter herstellen. Wie gesagt, das ist okay, wenn man also quasi... Na, guck mal, der hat uns so ein bisschen berührt und schon kacken wir hier rum. Das ist okay, wenn man sich also quasi so den Rohstahl zusammenkauft, wenn der Händler was wieder hat. Dann funktioniert das schon. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ziehen wir jetzt nicht. Die Grenze ziehen wir halt, wenn wir so eine Riesentruder finden. Also das ist irgendwie... Das ist halt schon, als ob da irgendwie total viel... Ach, meine Fresse, Alter. Man überlegt, wie viel Geld das eigentlich ist in so kurzer Zeit, weil es dauert ja echt nicht lange, das dann zu schmieden hier. Und wie gesagt, wir können, wenn wir Notfall, wenn es daher echt an irgendwie an Erz fehlt oder so, können wir immer noch diese Kiste hier ausräumen. So, da haben wir jetzt ein bisschen Schwerter wieder. So, dann können wir meinetwegen los. Hat noch jemand irgendwie Geld? Ich glaube nicht. Lass uns lieber über was anderes gekocht. An der Geschichte muss wohl doch was dran. Ja, ja, gut. Also viel Erz haben wir glaube ich gerade nicht. Wie viel haben wir denn eigentlich? Nur als Frage. Ein bisschen mehr als 200. So, jetzt haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Also erstmal natürlich laufen wir jetzt ins alte Lager zurück. Hauen definitiv Whistler um. Also wir den Scheiß mal abschließen. Und dann können wir halt überlegen, ob wir ein bisschen Arena machen. Ich sag mal so, wenn wir noch ein paar Level aufsteigen. Vielleicht auch eine bessere Waffe noch finden und, ja. Vielleicht auch einen Ring oder irgendwie sowas. Ich weiß es ja nicht. Was da noch so, was es noch so gibt. Oder generell Level aufsteigen, um halt pro Level, ne, 12 Lebenspunkte zu bekommen. Dann wird es natürlich einfacher. Natürlich einfacher. Wie viel Leben haben wir jetzt? 100 genau. Wir haben wie viel? 11 Lernpunkte haben wir. Also ich würde so machen. Und beim Laufen können wir immer so ein bisschen planen. Also ich würde jetzt ins Lager laufen. Erstmal Whistler. Übelst eins überbraten. Einfach... Meine Fresse, ich wollte springen. Einfach, weil er es verdient hat. Dann würde ich Grimm umhauen. Ne, mit ihm noch ein ernstes Wörtchen reden. Vielleicht Bloodwin ansprechen danach. Was der dazu sagt. Ja. Und dann haben wir eigentlich zwei Sachen, ne? Wir müssen die Prüfung des Vertrauens machen. Und wir müssen noch ins neue Lager. Und neue Lager heißt natürlich gleichzeitig Aufträge.
Prüfung des Vertrauens, müssen wir halt zur Mine rennen. Oh, guck mal einer an. Sehr schön, können wir mal speichern. Ja, haben wir die Hälfte des Weges schon geschafft und wir haben was Neues gefunden. Direkt speichern, direkt. Ja. Und wir haben natürlich jetzt eine gute... Ja, wie soll man das sagen? Eine positive Motivation, Viecher umzubringen, weil wir halt einfach da von jedem Viech im Endeffekt jetzt die maximalen Materialien kriegen, die dann quasi abfallen. Ob das nur eine Haut ist, Zähne oder sonst was. Ich kann natürlich auch jetzt hier rechts einmal ums Lager rumlaufen und alles platt machen. Aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich Bock auf Whistler und der ist ja hier. Dann relativ gleich links. Nicht weit entfernt. Also hier links ist übrigens das Ortlager quasi. Haben wir jetzt, wir haben jetzt zwei Eingänge quasi dahin gefunden. Ist schon mal gut zu wissen. Im Sumpf haben wir alles. Vorerst. Ja, und im Endeffekt können wir dann mit dem Mortar rauslaufen, ne? Das erstmal alles im neuen Lager machen und dann am Ende die Prüfung des Vertrauens. Oder so. Keine Ahnung. So viel Quatsch. Ja, ja. Kurz gucken, ob die Jungs jetzt wieder nochmal Erz haben. Zeig mir deine. Ich habe hier. Naja, das sieht nicht so aus. War doch klar, dass es Ärger gibt. War doch klar. Und Fist? Fist hat richtig viel. Wahrscheinlich hast du recht. Nee, der Rüstung ist Zeig mir deine Waffe. Nee, und sieht auch nicht so aus, als ob er Erz hätte. Gibt es überhaupt noch einen, der hier Erz hat? So, bei Whistler müssen wir jetzt aufpassen. Na, ich würde ihm ja das Scheißschwert zurückgeben. Ich hab's ja noch. Darf ich das machen? Da bist du ja. Nee. Wolltest mit meinem Erz durchbrennen, was? Komm her, Bürschchen. Oh, der hat eine höhere Reichweite. Oh, wie er uns einen kritischen gibt, Alter. Habt ihr gesehen? Der hat eine höhere Reichweite, der Spacko. Okay. Ja, das ist nicht so einfach. Ich spreche den mal an. Da bist man kann du übrigens, ja. Wenn man die Nummerntasten drückt, also zum Beispiel 1, kann man doch im Gespräch... Hey. Oh, guck dir das mal an. Also ich verstehe immer noch, dass... war vormals doch einfacher. Also vorher hat er noch nicht so viel Scheiße gebaut. Ach, Jungs. Macht mich nicht fertig. Da bist du ja. Ich graf it endlich, warum wir so schnell sterben. Ich hab nochmal über das Schutzgeld nachgedacht. Ich glaube, der wir Typ sniped uns. Du hast eine gute Wahl getroffen, Mann. Ab jetzt pass ich auf dich auf. So, Whistler, können wir nochmal? Runde 2. Also, Runde 28, aber... Da bist du ja. Guck mal, der macht eigentlich nämlich gar keinen Schaden. Jetzt haben wir ihn nämlich. Zwei Dietrich hier. Oh, wir haben Bogen. Ah, für Böen braucht man Geschick. Logisch. Shit, haben wir nicht. Weiß ich auch nicht, ob ich ihn unbedingt gerne... Ob ich unbedingt gerne Geschick, weißt du, ob ich da gerne die Punkte für ausgeben möchte? Das hättest du besser nicht getan. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? So, Jungs, jetzt habt ihr auch mal verstanden, wie das mit dem Schutzgeld funktioniert. Der Jäger hat mich ziemlich abgeknallt, Alter. Ziemlich cooler Typ, ey. Ein bisschen was drauf. Und hier ist da, hat den Schaden gemacht quasi.
Das war der Auftrag von... Ah, der Auftrag von Thomas war ja auch das mit dem... Das mit Mordrak, mit dem neuen Lager. Ich glaube, ich werde dann echt die Prüfung des Vertrauens dann einfach mal machen. So, ich werde mit Diego mal reden, wie das jetzt mit Whistler ist, ob das irgendwie schlecht, scheiße, behindert. Was beibringen musst du mir wie nicht, wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Mach mal. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Ich habe mit Whistler geredet. Du bist mit seinem Erz durchgebrannt, du Gerissen. Ah, nice, da findest du es gut. Ich muss schon sagen, Mut hast du ja. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert. Ja, Sly könnten wir locker jederzeit machen. Nicht gegangen. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Das haben wir, genau. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Mhm. Mach's gut. Ja, komm. Mach nicht mal so einen schwulen Endscheiß hier. Machst du. Erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir Grimm noch draußen. Verlass dich auf jemanden. Na komm, den schaffen wir auch mit der Power, die wir haben. Dann würden wir pennen und ich glaube, dann mache ich im nächsten Part dann die Prüfung des Vertrauens. Na, zur Mine mal hinlatschen. Ne, bevor wir uns dann irgendwie mit dem ganzen neuen Lager direkt da irgendwie machen. Kein Bock drauf. So, Grimmi. Krimi, das wird ein Krimi. So. Hier sind wir. Na Junge, das hat eine falsche Sache. Weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Oh. Guck mal, wie er weglaufen wollte. Die Mumu, Alter. Boah, der hat nicht viel, leider. Ah, man muss einfach nur zwei, dreimal den Typen hauen und schon rennt er weg, Alter. Naja, so ist das mit den Leuten, ey. So ist das. Dann komm bestimmt mal wieder auf. Du schuldest mir noch ein Amulett. Oder? Da war noch ein Amulett am Anfang. Also, was habe ich jetzt auch nicht zugeschlagen. Jetzt komm. Das wird dir noch leid tun. Ja, ja, komm. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Frieden klingt ja gut. Nichts. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Gibt's denn da einen Tagebucheintrag? Das sieht doch die Bohne, Alter. Er geredet hat. So, also wie ihr seht, mit dem Rock, mit der Waffe, mit der Einhandausbildung sind wir schon ganz gute Berserker. Das läuft auf viele Fälle. Ich würde jetzt gerne mal mit dem Bloodwind sprechen. Nicht, weil ich ihn aus Maul hauen möchte oder sowas. Ich kann sie direkt stecken. Das funktioniert eh nicht. Ist das eigentlich... Wer ist das da? Das ist Sly. Ich würde das Amulett noch ein bisschen behalten. Tut mir leid. Bin ich am Bloodwind vorbeigerannt eigentlich, oder? Nee, da hinten ist er. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als neuer Rabattkurs! Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Halt die Fresse, Junge. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Na, lass mich mal vorbei. Guck mal, er heißt Schleifstein. Okay. Okay, gut, dann würde ich sagen...
Gehen wir mal zu unserem Zelt. Da können wir ihn einen umbringen, der uns dann sozusagen eine neue Behausung gibt. Ah, warte, Mutt können wir da Mutt haben wir da umgebracht. Bravo, Alter, du stehst immer im Weg. Junge, hast du mal mitbekommen? Zack. Das Neff. Haben wir unsere Aktion schon? Mach mal, Junge. Du hast gesagt, ich... Nee, und aber das noch nicht. Perfekt. Ne, Jungs, immer mitnehmen. Immer wenn es was umsonst gibt oder so, immer mitnehmen. Und dann würde ich jetzt hier einfach mal abspeichern. Hier reingehen. Hoffen, dass mich niemand an den Arsch kriegt. Bis morgen pennen. Und dann geht's zur Prüfung des Vertrauens. Und Snaffy, kannst du mir mal direkt nochmal einen Topf geben? Und? Wenn wir schon mal da sind. Ja? Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Zur Prüfung des Vertrauens von Diego. Dem alten Popo-Piraten, Alter.